MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen wieder mal bei TRC mit Toastbrot gewandt. Im Hintergrund ein lustiges kleines Gameplay, Modern Warfare 3 mal wieder, Gott sei Dank, geilstes Game ever. One vs. One im Face-Off-Modus, den kennt ihr vielleicht sogar noch. Ich finde den absolut awesome hier mit der CM901, wie sie da heißt. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, der Typ hat mich nach einer gewissen Zeit als Camper bezeichnet und nach einer gewissen Zeit als Wallhacker. Ja, okay. Das ist eine lustige Sache, finde ich. Und ich habe mich heute mal echt gedacht gehabt, wann ist ein Camper eigentlich ein Camper? Ich habe mal nicht vor allzu langer Zeit, das ist schon lange Zeit her, mal mit einem YouTuber, den ich nicht erwähnen möchte, ich weiß auch nur seinen Namen nicht mehr, hatten wir zusammen mal Recoil gespielt, das kennt ihr vielleicht noch, das Spiel, dieses unbedeutende Call of Duty Klon. Und dort habe ich ihn auch die ganze Zeit gefistet, die ganze Zeit habe ich ihn abgeknallt, ich habe seine Schritte gehört etc. Hier in Call of Duty ist es ja dasselbe Spiel, ich höre ja die Schritte oder merke auch, wo sie lang gehen, weil ich auch vielleicht ein Radar habe etc. Und das Lustige ist, man rennt ja nicht auf ihn zu, wenn man hört, dass er da ist. Was macht man? Man setzt sich in die Ecke oder stellt sich so hin, dass die Person, die gegnerische, einen ja nicht sofort sieht und umbrezelt. Das macht man in jedem Ego-Shooter so, ob das jetzt Call of Duty ist, ob das Battlefield ist oder vielleicht sogar Counter-Strike. Das ist ja klar, nicht? Und Campen zu definieren, finde ich, muss man Campen so definieren, was ist denn Campen? Und ich finde, Campen ist für mich persönlich etwas, wenn du wirklich die ganze Runde in der einen und derselben Ecke größtenteils hockst. Klar, es können auch verschiedene Ecken sein, aber wenn du wirklich nur in der Ecke hockst und wirklich dich keinen Zentimeter bewegst, das ist ja Campen. Camping ist ja in einer und derselben Stelle zu sein für eine gewisse Zeit. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ihr könnt das Gameplay sehen, hat das natürlich recht wenig mit Campen zu tun. Ich bin jemand, ich hasse es, lange Zeit irgendwo in einem Ort zu sein, weil dann fühle ich mich unwohl und ich suche lieber meine Gegner, als dass ich auf sie warte. Warten tue ich bei Counter-Strike Global Offensive, wenn ich Matchmaker mache, da sage ich mal, da bin ich ein bisschen taktischer. Aber hier in MW3 ist das scheißegal, da geht es einfach los und ich wollte immerhin mal wieder ein Gameplay für euch haben, also kann ich da jetzt nicht in die Ecke stehen. Ich meine, wer guckt sich denn ein 10-minütiges Gameplay an, in dem ich da in der Ecke hocke und warte, dass der da vorbeikommt? Ist natürlich total bescheuert, oder? Klar, ist das natürlich bescheuert, das wissen wir natürlich auch. Und er sucht mich, ich suche ihn. Und damit haben wir ein ganz normales Team Deathmatch, wobei das, glaube ich, hier Kill Confirmed der auch ist, also Abschluss bestätigt. Und ich finde persönlich, Campen ist wirklich, wenn du absolut immer in der Ecke hockst, und zwar mit Fähigkeiten, die dich auf dem Radar unsichtbar machen, dass du da nicht gesehen wirst oder dass du allgemein halt nicht gesehen wirst. Ich hatte zum Beispiel die größte Angst bei Advanced Warfare, dass du mit der Stealth-Fähigkeit nie sichtbar bist und in der Ecke hockst. Hat sich zum Glück anders erwiesen, Gott sei Dank so. Das ist Campen, besonders auch in Battlefield 4 zum Beispiel, LMG, hocken sie neben den Container und warten, dass du dann um die Ecke kommst, wo du halt den Flaggenpunkt zurückerobern willst und dann mit ihren 200er Magazin, Laserpointer und aufsetzen, dann hocken sie da direkt neben dran die Munitionskiste und das Medipack und ne, ihr wisst ja, ihr kennt's. Ich sag nur Metro, das ist für mich die Evolution des Campens. Das ist für mich Frontenkrieg, Camper Vision und XP Boost. Das ist da, was aus Battlefield geworden ist. Nicht? Und Campen ist für mich wirklich absolut an der einen und der verschissenen selbe sitzen zu sein, den anderen immer abzufangen. Das ist für mich Campen. Aber wenn ich durch die Karte gehe, also mich aktiv bewege, um diese Person, also meinen Kontrahenten halt zu finden, um halt zu eliminieren, und ich merke, okay, der ist ja jetzt im Haus oder ich habe die Schritte gehört, dass zum Beispiel in Counter-Strike, da hört man die Schritte extrem gut, nicht? Aber auch hier hört man sie auch gut, besonders wenn man selber Totenstille hat und der Gegner halt da wie ein Irrer rumrennt, dann das hörst du halt, nicht? Und da rennst du auch nicht auf ihn zu. Ich meine, jetzt habe ich ja gewusst, dass er dort hinten im Haus ist. Da renne ich ja nicht rüber auf ihn zu, weil damit laufe ich natürlich auch der Gefahr. Da ich mich ja bewege, habe ich natürlich auch einen Recoil, oder? Das ist natürlich hier im Modern Warfare 3 wirkt sich das geringfügig aus, aber macht das mal in Counter-Strike im Laufen da vollautomatisch mit einer AK rumballern, bringt natürlich nichts. In CSGO, da tust du natürlich dich hinknien, nicht laufen und dann in Einzelfeuer den Gegner ausschalten. Funktioniert ja auch, nicht? Und
das hat für mich hat das nichts mit Campen zu tun, sondern taktisches Abwarten. Wenn ich natürlich weiß, dass zum Beispiel bei das 2 von Ketter einer runterkommt zu A, weil wir dort die Bombe legen oder halt, halt weil wir da geplantet haben und da will der Antiterrorist da rüberkommen, die Bombe zu entschärfen. Das ist für mich taktisches Abwarten, weil wir wissen, dass die Taktik ist, dass er kommt, nicht? Und wir haben die Gegentaktik, dass wir die abfangen, bevor sie die Bombe entschärfen. Das ist taktisches Warten. Campen ist, wenn du von Anfang an dieser ganzen Runde halt in der Ecke hockst und hoffst, dass da jetzt der ein oder andere vorbeikommt und das nicht zur Taktik gehört, sondern einfach dazu, zum Campen gehört, oder? Das ist für mich Campen, wo ich finde. Und was ich auch für mich in Ordnung finde, das mache ich selber auch. Hier auch Nice Camp hat er jetzt geschrieben. Aus dem Grund, da fiel mir das, als der das geschrieben hat, fiel mir das dann eben ein mit diesem Video. Und das absolut, was ich verstehe, ist, wenn man eine Killstreak macht, wie zum Beispiel in Call of Duty MW3, wenn ihr jetzt auf dem Payflow spielt oder auf die A230 und euch fehlen 3 Kills. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ihr würdet auch nicht da ganz normales Team Deathmatch, ihr würdet auch in die Ecke hocken. Also wenn ich kurz vor irgendeiner Killstreak bin, da fängt bei mir immer an, das Herz zu klopfen, meine Hände fangen an, schwitzig zu werden und ich so, scheiße, bloß nicht sterben. Ich rage voll ab, wenn ich dann deswegen sterbe. Da habe ich ihn auch gesehen, oder? Und da hat er auch gecampt, der hat auch schreiben können, Camping, oder? War. Ist mir aber Wayne. Mir hat das an sich auch richtig Spaß gemacht, aber wenn er halt so meint, der muss da so rumragen. Leider Gottes findet man heutzutage immer wieder OMG-Camper. Seht ihr? OMG-Camper. Wobei ich ihn abgefangen habe. Das ist manche Leute. Ich weiß halt nicht, wie viel IQ der hat und der sagt mir, ich soll liefen. Warum soll ich eigentlich liefen? Es ist lustig. Der am Losen ist, sagt zum Gewinner lief, weil du ein Noob bist. Fakt ist Logic, Leute. Es ist wirklich ziemlich, ziemlich awesome. Habe ich auch geschrieben, no skill, oder? Später werde ich als Wallhacker bezeichnet. Ich hätte gern Wallhack in jedem Spiel, das wäre super. Einfach so einen legalen Wallhack. Gut, da muss ich dann halt eben, wie hieß das nochmal, Takedown Retribution oder so spielen. Aber das spiele ich ja nicht so häufig. Dementsprechend, ich finde es eine ziemlich interessante Sache. Ich meine, der Typ darf auf jeden Fall kein Advanced Warfare spielen, weil da gibt es ja genügend Fähigkeiten, durch die Wand zu glotzen. Also, wenn die dort sind, eine ziemlich interessante Sache. Und ich fand es auch ziemlich unterhaltsam, ich wollte es unbedingt euch zeigen, hoffentlich gefällt euch mal wieder. Würde mich auch ziemlich interessieren, was haltet ihr eigentlich da? Nice Wallhack, Noob. Warum Wallhack? Wo will ich denn so? Die Karte ist für die Leute, ne? Ja, was will ich groß sagen, Leute? Nicht? Ist auch lustig, wenn ich mit der MP9 rumlaufe, nur mit der, ich habe jetzt erweiterte Magazin, heißt immer Akimbo Noob, aber da habe ich das Ding nur mit erweiterten Magazin, finde ich immer lustig, ne? Das ist ziemlich interessant eben. Der hat sogar einen Schluss, hat auch ein paar Kills noch gemacht. Ich glaube, habe ich drei, vier Mal noch umgebracht. Also, für das, dass ich ein Camper bin, hat das ja gut gemacht, nicht? Was will ich groß sagen? Was kennt ihr eigentlich so für Erlebnis? Habt ihr das eigentlich auch so mit Camper? Habt ihr gar keine Probleme? Also, zum Beispiel, ich spiele jetzt ungern Battlefield 4 zum Beispiel, weil es einfach immer das Gefühl, ich laufe immer einen Camper in die Finger als Leuten, die wirklich aktiv spielen. MW3 fand ich bis jetzt immer am besten. Jetzt, also, da konnte ich den Camper oder was entgegenwirken. Und wenn es wirklich Hardcore-Camper sind, dann nimmt ihr halt einfach FMG 9 Akimbo. Und da ist jeder Camper tot, das wisst ihr ja. ich weiß auch gar nicht, also auf dem PC gibt es Camper. Ich frage mich eigentlich, wie es auf den Konsolen ist. Auf der Konsole ist es halt irgendwie fett. Ist persönlich aus meiner Sicht jetzt ziemlich einfach, weil mit dem Stick sich zu drehen geht natürlich langsamer als mit einer Maus, oder? Ich fände es natürlich viel schwieriger, wenn jemand in der Ecke hockt, da noch zu reagieren, als jetzt mit einer Maus eben. Gut, aber ich denke mal, ist klar, es gibt natürlich die Leute, die jeden Tag mit dem Controller spielen und dementsprechend natürlich auch gute Reaktion haben und die Settings eingestellt. Es gibt natürlich Leute, die spielen mit den höchsten Einstellungen, mit so 10 Sensitivity mit dem Controller, oder? Und da machen sie in Halo 360s da. Ja, gibt's, wissen wir. Aber das ist natürlich eine ziemlich Eigenart. Aber jetzt schreibt er irgendwelche Zeichen, wo ich da keine Ahnung habe, was das eigentlich zu bedeuten hat. Finde es immer schade, wenn die Leute so machen. Ich finde es eine coole Sache auf jeden Fall. Ich fand es ziemlich unterhaltsam. Leider Gottes findet man ja nicht mehr so viele Runden im 1 vs. 1 und auch nicht 2 vs. 2. Ist ziemliche Server-Suchproblem. Also ich finde da absolut keine Sau. Aus dem Grund war ich ziemlich glücklich, habe ich einen gefunden, der sich doch meinen Camper und meinen Wallhack da entgegenstellt. Nicht, ich meine, ne, auch für mich Camper Noob muss es natürlich Gegner geben, die ich natürlich aus meiner Ecke hinaus fisten kann.
Ich porte mich natürlich, ich laufe nicht die Wege, ich porte mich natürlich durch die halbe Map, um dann eben die Leute umzubringen. Darum habe ich natürlich auch eine KD von 5-0, da ich natürlich immer voll am Campen bin. Bin auch noch nie gestorben, nicht? Das ist diese Ironie, ich lieb's. Ich find's immer lustig. Ja, Leute, das war's mit euren THC 1 vs 1 in MW3. Schreibt mal, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder mit euren THC. Toastbrot in die Wand und bis dann.